Einen wunderschönen guten Morgen an alle Yu-Gi-Oh!-Fans da draußen. Ich bin's wieder, Lukas, und ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal, und zwar mit einem Scarecloud-Deck-Profile. Ja, wir haben ja vor kurzem den Modus begonnen, dass wir immer abstimmen, was wir auf den Locals spielen sollen. Und diesmal stand Scareclaw, Dragonlink, Kashtira und Plunder Patrol zur Auswahl, und ihr habt euch für Scareclaw entschieden. Und da möchte ich euch auf jeden Fall mal vorstellen, wie ich mein Main, mein Extra-Deck und mein Side-Deck aufgebaut habe. Kleiner Fun-Fact vorweg, Erin, TCG ist in der Videobeschreibung. Wer den nicht kennt, einmal auschecken, der Scareclaw-Master unseres deutschen Yu-Gi-Oh!-Bereichs. Und da habe ich mir natürlich sehr voll viel von abgeguckt und inspirieren lassen. Wir haben natürlich dreimal die beste Karte gespielt, Scareclaw Reichhardt. Die ist super strong, nicht nur, dass er sucht und ein Extender ist, so wie jeder Scareclaw, sondern auch die Stufe 4 ist relevant für das Deck, Finsternis-Eigenschaft ist relevant für das Deck, und vor allen Dingen, was mir erst richtig bewusst geworden ist, dass dieser Draw-Effekt mit den Death-Werten super häufig aufkommt. Gerade Going Second ist das wirklich strong. Gerade wenn ihr den Effekt ansagt, Reichhardt Effekt zum Suchen, lassen manche Leute das durchgehen, warum auch immer, und dann sucht ihr nicht nur, sondern zieht noch eine Karte nach. Mega strong. Natürlich zweimal Visa Starfrost, weil da war ich mir nicht sehr sicher, ob ich den auf 3 oder 2 spielen will. Da habe ich einfach mal geguckt, wie Erin das aktuell spielt, und deswegen habe ich mich hier dafür entschieden, den auf 2 zu spielen. War super zufrieden, ich habe keinen zweiten vermisst, keinen dritten vermisst. Einmal war es knapp mit denen, da hätte ich ihn vielleicht ein drittes Mal gebraucht, aber kam ganz gut hin. Ich habe auch nur zweimal das neue Fusion Monster gespielt, deswegen hat das wirklich gut gepasst. Dann zu den Scareclaw-Monstern. Ich habe Akku auf 2 gespielt, ich habe Bellona auf 2 gespielt und Astra auf 2 gespielt. Warum habe ich das so gespielt? Ich war erst am überlegen, ob ich den einen hier, der Bonus-Attacks gibt, auf 3 spiele und den einen auf 1 cutte. Haben mir dann aber überlegt, hey, das wird schon so passen. Wie gesagt, ich habe mir auch Erin's Deck-Profile angeguckt. Ist wie gesagt in der Videobeschreibung verlinkt. Der hat das so gespielt und da dachte ich so, das wird schon passen. Wenn er das Deck rauf und runter spielt, wird er auf jeden Fall mehr Ahnung haben als mein Erstgedanke. Dann Kashtira Fenrir dreimal, weil mega gut Going Second, das Deck kann auch sehr gut Going Second gehen. Und natürlich hier unser Sucher, eingebautes Removal, was will man mehr, Special Summon for free, sehr, sehr nice. Und er sucht uns hier unseren Schreckensclown Kashtira. Fun Fact mal, zu dem Link-Monster, das Link-Monster ist nicht bei uns bei Turn, und teilweise wurde mir das Link-1-Monster gegammert. Also ich habe Fenrir gespecialt, mir Scareclaw Kashtira gesucht, darauf kam kein Gamma. Dann habe ich Normal Summon einen Scareclaw gemacht, bin in das Link 1 gegangen, darauf kam Gamma und dann habe ich einfach ihn von der Hand gespasht und das gleiche nochmal gemacht. Das Deck ist einfach richtig krank. Dann auch ich habe die Prisma Engine gespielt, zweimal, war zufrieden. Ich habe den gleichen Ansatz gehegt, wie bei das bei Erin auch der Fall war. Ich wollte die Karte einfach nicht auf 1 spielen. Ich habe sie zweimal tot gehabt gefühlt, weil ein Held lebt, muss ja aus der Hand, aus dem Deck specialen. Und ich habe den tatsächlich einmal, zweimal auf der Hand gehabt und dann war die Karte gefühlt tot, also mit der Zauberkarte zusätzlich. Und deswegen war ich irre froh, dass ich den hier auf 2 gespielt habe, wird den auch auf jeden Fall nicht auf 1 karten. Dann dreimal Gamma, die Engine ist übrigens super brutal in dem Deck, es gefällt mir sehr gut. Dreimal Gamma, weil beste Handtrap, in dem Deck kannst du es nicht so gut, also ich habe ehrlich gedacht, dass du relativ gut mit Gamma spielen kannst, durch so eine Karte wie ein Held lebt. Aber irgendwie spielt keiner Ash mehr und deswegen kommt das super selten auf. Und Gamma ist eher so eine Karte, die wir Going Second nutzen. Aber hat auf jeden Fall einen sehr guten Job gemacht, hat mir sehr gefallen. Dann einmal den Driver, müssen wir natürlich spielen. Der ominöse Brick, der gefühlt immer auf der Hand ist. Dann zu den weiteren Handtraps, dreimal Kreuz und Schlossvogel. War sehr zufrieden damit. Der hat die meisten Games gewonnen tatsächlich. Entweder die Engine alleine pur oder der Draw. Beste Handtrap auf jeden Fall im Format. Sollte jedes Deck spielen. Dann Triple Ash, weil ich noch immer Respekt vor Branded habe. Wenn die Branded Fusion resolved, hat man ein Problem. Und ich hatte keine Lust gegen den Lock zu spielen und ich wollte Ash auf jeden Fall spielen. Bei den anderen Decks, ich habe gegen Punk gespielt, da habe ich die Karte erstmal behalten und die Siamin gedrawlt. Und dann habe ich die Ash erstmal behalten. Und also es war Punk Gold Pride und da dachte ich so, selbst die Fuchsmelodie, da würde jetzt natürlich was kommen, aber habe die Ash halt wie gesagt gehalten, wenn die Trap kommt, falls er die Hardore auf der Hand haben sollte. Ich weiß nicht, was ich von Ash halten soll. Brand ist immer noch ein gutes Deck, also würde ich das auf jeden Fall respektieren. Hier eine kleine Abänderung und zwar zweimal Kurikara.
Ich habe die Karte immer Main Deck gefühlt. In Vanquish Souls, dass ich gerade aktiv für die National spiele, ist die Karte super insane. In jedem Deck, wo ich sie getestet habe, war sie super insane. Deswegen wollte ich sie hier zweimal spielen. Statt Tactics. Hat einen guten Job gemacht, hat auch hier wieder overperformed. Mega gute Karte, einfach nur broken. Sollte jeder spielen. Dann zweimal das Reich Phobia. Ich wollte die Karte auf 3 spielen, aber ich habe die einmal auf der Hand gehabt und die fühlt sich auf der Hand wirklich nicht gut an. Und deswegen auf 2 bin ich fein mit. Dann natürlich die Ankunft 3-mal, weil ist nicht once per turn und der Protection-Effekt. Also Leute, super viele Decks haben Probleme, unser Link 3 zu outen. Und wenn sie das dann mal outen, dann schaffen sie es meistens nur ein einziges Mal und ist die Puste aus. Und der beschützt das Monster einfach und ja, dann war es das letzte Mal, dass er spielen durfte, so gefühlt. Dann ein Held lebt, super insane Karte, special so aus dem Deck. Gegen Gold Pride Punk ist es mega insane, weil wenn ein Punisher liegt und wir uns auf die Hälfte runtergeburnt haben, dann können wir einen Held lebt aktivieren, wie gesagt, und dann ist der Punisher nicht mehr so eine große Gefahr, dann ist er nicht mehr unaffected. Kam tatsächlich auf, sehr amazing. Dann ein Cold by the Grave, weil ich selber Schiss vor Dual hatte, weil obvious jeder Dual gespielt hat. Und dann Scareclaw Doppelsäge. Die Karte ist mega insane. Ich wünschte, man könnte sich immer die Karte suchen statt die Spell. Ich will natürlich die Protection von der Spell haben und den Extender Play. Aber die Doppelsäge fühlt sich einfach mega strong an, weil du poppst für 2 und dann verbietest du den Gegner noch gefühlt das Einzige, was dein Link-Monster, sein Boss-Monster outen kann, zu beschwören. Mega insane, hat mir sehr gut gefallen. Würde ich immer so wieder spielen. Das Main-Deck war perfekt so. Würde ich nicht abändern. Ich würde den Kurikaro auf jeden Fall auch Main spielen. Vielleicht sogar einen dritten rein spielen und dann irgendwas cutten. Weiß aber noch nicht genau was. Dann zum Extra-Deck. Wir spielen natürlich 3-mal den Babo des Decks. Scarecrow Tryhard. Der ist komplett bonkers. Einmal, weil er gefühlt nicht geoutet werden kann von jedem Standard normalen Deck, was rumläuft. Also jedes Deck hat da irre Probleme, um den rumzuspielen. Und der Special Summon Effekt ist auch mega nice, also dass du quasi reborns und dann suchst, ist mega intense. Dieser Lock, der stört den Deck gar nicht, gefällt mir sehr gut. Und der hat immer Game gemacht, das ist so eine OTK-Maschine. Dann 3-mal Lichthard, ich glaube, ich hätte den sogar auf 2 cutten können. Dass der nicht once per turn ist, gefällt mir halt richtig krass, weil der wird meistens gegammert und dann denkt der Gegner, es ist Ende im Gelände und dann machst du halt einfach nochmal. Entweder du specialst nochmal von der Hand mit Scareclaw-Kastierer und dann suchst du nochmal oder du kommst irgendwie anders rein und du bist voll drin, also das ist mega insane. Dann zu den anderen Link-Monstern, einmal Talker, einmal Palooza und einmal Strickschaf. Talker, um noch mehr vor OTK zu gehen, ich habe das Link 3 in diesem Deck tatsächlich vermisst und davon rede ich nicht von Tryhard, weil ich rede von so einem generisches Link 3 wie Unicorn, damit er 1000 ATK mehr bekommt, das war relevant für einen Gameplay. Appaloosa würde ich auf jeden Fall spielen, ist Pflichtkarte und Strickschaff ist halt mega insane durch das neue Fusion-Monster. Einfach nur bonkers. Dann, ich habe auch eine, die zwei Vertrauten gespielt. Einmal Finsternis, einmal Erde. Finsternis hat overperformed gegen Dragonlink, mega stronge Karte. Und der Erdeboy hat tatsächlich relativ wenig Targets, habe ich erst gedacht, aber gegen Super Heavies funktioniert die Karte auch sehr gut. Würde ich auch auf jeden Fall so spielen. Ich weiß nur noch nicht, welche Karte ich cutten würde für ein Unicorn, weil Unicorn muss ja auf jeden Fall rein. Dann einmal bzw. zweimal das neue Fusion Monster. Der teuflische Astralroid oder Astralut. Was ich an der Karte so bonkers finde, ist, jeder hat immer gesagt, Koloss, seine Summon-Methode ist komplett bonkers. Ein Donnermonster tributieren, easy peasy. Der banished einfach vom Grave, kommt als Buddy for free, schießt, pusht sich nochmal. Das ist so krank, die Karte ist so insane. Das ist die stärkste Karte gefühlt, die wir seit langem bekommen haben für ein Archetype. Dass der Fee ist, ist komplett weird. Aber auf jeden Fall, der ist so eine OTK-Maschine. In Kombination mit Strickschaf kannst du dann halt einfach nochmal so ein. Jetzt ist mir gerade fast der Name entfallen. Hier so ein Reichhardt einfach reborn. Der zieht dann nochmal. Du kannst dann nochmal für Game gehen. Also du hast dann noch mehr Buddies draußen. Der pusht sich. Einfach nur geisteskrank. Ja, also obvious Baroness, weil super stronge Karte. Kann wir hier One-Card rausholen, gefällt mir sehr gut. Würde ich auf jeden Fall immer spielen. Und die Karte hat mir tatsächlich Solo-Games gewonnen. Mit dem Schuss 3000er Beater rein da und einmal noch den guten Chaos-Engel. Weil die Karte ist einfach noch extrem bonkers geschrieben. Gerade mit Visa Starfrost und Reichhardt ist es so ein Ding.
Du willst eigentlich die Karte gar nicht mit einem Tuner bauen, weil die Condition ja gar nicht einen Tuner braucht. Aber neben dir geht das tatsächlich sehr gut. Und dann hast du einfach die Protection und den Banish und der Gegner kann gefühlt nichts machen. Das Deck performt richtig krass mit OTK-Potenzial. Dann schnell im Side-Deck rein. Wir spielen eine Kurikara, weil wir natürlich zwei Main spielen. Dann den Triple Nibiru, weil ich tatsächlich Kashtira erwartet habe und in der Main spielt keiner Nibiru. Das heißt, die Kashtira-Leute fangen wieder an durchzuziehen, solange sie es noch können. Dann habe ich mich dreimal für den Blitz-Kaiju entschieden. Sieht einfach am besten aus. ja, ich habe meinen anderen Kaijus tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht gefunden, weil Mikanko Deck Pro, also mein Mikanko Deck war in der Kaserne und deswegen habe ich mich für den Kaiju entschieden, weil der da war. Sonst hätte ich den Feuer-Kaiju gespielt oder den Gamma-Seal. Dann dreimal Tactics. Super gute Karte, hat viele Games gewonnen. Gefällt mir richtig mit dem Card Draw. Ich habe meistens die Handkarte gerippt, weil ich dann weiß, was der Gegner in der Hand hat. Ist super strong. Und dann Triple Droplet. Habe ich nicht einmal gesided, weil das Main Deck mir so gefallen hat, aber die Karte hat sich in der Theorie sehr gut angefühlt. Einen Überläufer zum Übernehmen und ein Federwisch zum Backrow zerstören, weil das Deck tatsächlich ein bisschen Probleme im Backrow hat. Oder ich bin das falsch angegangen. Auf jeden Fall hat er sich sehr gut angefühlt. Das war's von meinem Deckprofil. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hätte jetzt auch ganz gerne eine Combo gezeigt, aber das Deck ist relativ geradlinig. Es gibt 1000 Videos dazu. Ich denke, das brauchen wir nicht nochmal. Auf jeden Fall Shoutouts an Ehren. Das Deck ist richtig gut, gefällt mir sehr, sehr gut. Würde ich auf jeden Fall immer so wieder spielen. Performt tatsächlich sehr, sehr gut. Ich bin der Meinung, das Deck kann man auch mal auf einer YCS, auf einer Nationals oder sowas mitnehmen und damit ordentlich abrocken. Aber ja, bestimmt ist der Deckbild noch ein bisschen ausbaufähig, gerade was das Side-Deck angeht. Aber ja, ich bin damit raus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis dann.